Hi und herzlich willkommen zu I Will Try, heute mal auf Deutsch mit mir, Sebastian, und auch dem Marc. Hi. Und heute sind wir in einem quasi neuen Format gelandet, das da lautet Epic Tiny Challenges. Und die erste Challenge, die wir heute im Grunde abdecken für I Will Try auf Deutsch, aber man hat ja Untertitel, you guys, you know, down there, ist, wie mache ich den perfekten Sandwich? Ja. Oder das perfekte Sandwich. Ich wollte es gerade sagen. Man weiß es nicht genau, aber auch das werden wir heute in Erfahrung bringen. Es gibt so viel zu lernen, so viel zu sehen und so viel zu kosten. Für uns, aber auch euch da draußen, denn wir werden es einfach erklären. So, und während Marc einkaufen ist, kann ich ja mal so ein bisschen mein Konzept hier, was ich mir so in Gedanken aufgebaut habe, vorstellen für das perfekte Sandwich. Im perfekten Sandwich muss im Grunde alles drin sein, was den menschlichen Körper so versorgt an Nährstoffen. Das ist das Wichtigste. Man möchte ja danach satt sein und sich gut fühlen. Da habe ich mir gedacht, wo sind alle Nährstoffe drin, die man so braucht? Das ist mir eingefallen. Babynahrung. Also habe ich Babynahrung gekauft, pack das einfach in ein Sandwich. Okay, laut Produzenten ging das jetzt nicht mit der Babynahrung. Ja, mir egal. Ich bin einfach wieder in den Laden gegangen und habe mir dieses Truthahn-Sandwich gekauft mit der... Okay, anscheinend sind meine Vorschläge hier nicht erwünscht. Da ich aber so ein Kreativling bin, macht mir das gar nichts. Ich bin jetzt einfach weitergegangen und jetzt gehe ich das ganz wissenschaftlich an. Also, woraus setzt sich Nahrung zusammen? Die Nahrung, die wir zunehmen, besteht aus den drei großen Hauptgruppen Fett und Kohlenhydrate und Eiweiß. Also wird mein Sandwich das alles beinhalten. Was kann der Mensch überhaupt schmecken? Das ist auch die andere Frage. Und im Grunde muss man ja eine Geschmacksexplosion erleben. Und ich habe mir einfach gedacht, nehme ich sämtliche Explosionen, die es so gibt, auch sämtliche Geschmacksrichtungen. Also nehme ich salzig, süß, bitter, scharf, fleischig, Alkohol. Nein, ich glaube, das ist keine Geschmacksrichtung. Und die andere noch. Die wird da gerade eingestellt. Und das kommt alles auf mein Sandwich drauf. Super gut, bester Plan. Los geht's, ich werde gewinnen. Sebastian ist jetzt also einkaufen. Zeit, mein Konzept, mein Sandwich-Konzept vorzustellen. Und zwar ist es so, dass Sandwich nicht einfach nur Brot ist. Ordinäres Brot, das auch lecker ist, aber Sandwich ist mehr als was. Sandwich ist eine Symphonie, eine Phantasmagoria des guten Geschmacks. Man braucht die besten Zutaten, man braucht die beste Technik, um es zuzubereiten. Alles muss miteinander harmonieren, in Einklang sein. Es ist viel mehr als nur Brot machen. Es ist alles. All das macht mich ziemlich sicher, dass ich mit diesem Konzept das bessere Sandwich machen werde. Los geht's. Jedes gute Sandwich fängt mit Brot an. Dann gibt's die heilige Dreifaltigkeit Ketchup, Mayo und Senf. Ganz wichtig. Mindestens genauso wichtig Käse. Für die fettige Komponente Bacon. Für die Eiweißkomponente Kidneybohnen aus der Dose. Dann gibt's noch die süße Komponente, das ist klarer Fall M&M's. Dann sauer, das erledigen die Gürkchen. Beim Scharfen kann es nur eine Wahl geben, das ist Chili. Dann gibt es noch bitter, das könnte Kräuterlikör übernehmen. Und dann war da noch die andere Komponente, von der ich gerade nicht weiß, was es ist, was aber garantiert Zimt ist. Und dann wollen alle Leute noch etwas Grünes auf dem Sandwich haben, das gehört sich so, dann nehme ich Spinat. Marks Ansatz war anders. Um ein hervorragendes Sandwich kreieren zu können, muss man natürlich mit hervorragenden Zutaten arbeiten. Dafür haben wir hier ein hervorragendes Weißbrot, handgeschnitten. Ebenfalls handgeschnitten ein nussiger, aber nicht zu kräftiger Käse, der die Leichtigkeit ins Sandwich bringt, der das Sandwich spielerisch beschreibt. Natürlich braucht man auch frische Zutaten wie Gurken und Tomaten, die ausschließlich Bio-Qualität haben sollten, damit die Produkte auch ihren Gesundheitsansprüchen standhalten können. Das gilt genauso für den Salat. Wir haben hier Romaner-Salat, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass seine Blattstruktur dem Sandwich an Höhe und dadurch auch an ästhetischem Wert beiträgt. Das heißt, der Genießer des Sandwiches hat später ein besseres Esserlebnis durch die Struktur des Salates. Eine sehr wichtige Entscheidung bei einem Sandwich, welchen Salat man wählt. Oliven
sind besonders wichtig dafür als Bindeglied zwischen den Zutaten, da sie auch Fette enthalten, die die Geschmacksstoffe im Sandwich erst so richtig aufblühen lassen. Das heißt, die Oliven sind das Bindeglied, das Alpha und Omega eines Sandwiches. Als kleine kecke Krönung obendrauf werden natürlich noch frische Kräuter gereicht. Diese geben dem Sandwich einen insgesamt stimmigen Abgang, eine gewisse bitternote darin, die nur von Vorteil sein kann. Ebenso wie ein bisschen guter Senf. Dieser Senf ist ein grobkörniger Senf, der dem Esserlebnis ebenfalls mehr Struktur gibt, etwas mehr Geschmack aus den einzelnen Senfkörnern noch herausholt. Und damit sind wir sehr gut aufgestellt. Wichtig ist, dass der Bacon die genau richtige Konsistenz hat, weshalb man darauf achten muss, dass er richtig gut angebraten ist. Was ich dann mache, ist noch ein bisschen das Toastbrot da reinwerfen, damit es ein bisschen crunchy ist für die crunchige Komponente. Dann werden auch gleich die M&M's draufkommen, damit das schön zerläuft und Marc dann richtig der Kopf weggeblasen wird, weil er dann das Süße da drin schmeckt und auch noch eine weitere crunchige Komponente drin hat. Und zu guter Letzt muss da natürlich auch der Spinat da drauf, damit er dann auch was Grünes hat, was halt alle immer wollen. Verstehe nicht warum, aber muss halt sein. Alles klar.
Also, das hier ist die Schönheit. Ich taufe sie auf den Namen Norbert. Und jetzt sind beide Sandwiches fertig. Ich denke, es geht ans Verkosten. Ich bin gespannt, was Sebastian gezaubert hat. Los geht's. So, damit sind wir bei der großen Verkostung unserer phänomenalen Sandwiches. Ich habe meinen mitgebracht. Das ist eine Kombination aus allem. Ich bin da streng wissenschaftlich rangegangen und ich habe sämtliche Geschmacksrichtungen, die es so gibt, abgedeckt mit Zutaten. Ein paar siehst du schon, ein paar nicht. Ja. Ja. Okay. Was wir hier sehen, ist Kunst, meine Damen und Herren. So, ich würde es Wahnsinn nennen. Du bekommst die eine Hälfte und ich die andere. Ja, wollen wir deinen auch gleich aufschneiden dann, oder machen wir das danach? Dann machen wir meins auch einfach gleich, damit wir einen direkten Vergleich haben. Meins heißt Norbert. Also mit den besten verfügbaren Zutaten produziert und mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt worden. Ich sehe das schon, du hast aber auch Toastbrot verwendet. Das habe ich auch gemacht. Das Toastbrot, daher, genau, darauf kann man sich durchaus einigen. Im Grunde sind die Sandwiches total gleich, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber nuscheln wir nicht an von hin, schneiden wir mal an. Da haben wir es. Okay. Du wirst recht klassische Zutaten finden, aber wie gesagt, Qualität der Zutaten bestimmt hier die Güte des Sandwiches. Fangen wir doch mal an. Ja. Okay, Gurken, Oliven, Schnittlauch, ja. Käse. Das ist richtig. Bacon. Bacon wertvoll. Ist auch dabei. Hm. Prost. Senf kommt raus. Senf kommt raus. Sehr vieles kommt raus, bei dir vor allem Salat. Mhm. Ich Gurke. Ja. Ja. Okay, ich denke, für den ersten Eindruck ist schon mal sehr gut. Sehr gut. Und jetzt bin ich allerdings sehr gespannt. Mach dich bereit. Halt deinen Kopf fest, er wird nämlich explodieren. Kann man das mal bitte kurz versuchen einzufangen mit der Kamera, einfach nur draufhalten? Das ist, sieht aus, als wäre ein Schlumpf darin explodiert. Das war mein Ziel. Es gucken auch so ein bisschen die Spinatstrunke raus. Das ist das Grüne. Ja. Aber das ist wichtig, damit dem Ganzen auch Textur verliehen wird. Los geht's. Wenn es sind das top blau aus meinem Sandwich heraus. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das muss so sein. Ja, es muss wohl so sein. Jeder gute Sandwich tropft blau. Geschmacklich. Es ist, als hätte man alle Geschmäcker aus dem Universum genommen und dieses Sandwich gelegt. Was aber nicht positiv gemeint ist. So. Es ist doch sehr lecker, Sebastian. Also wirklich. Hervorragend. Vor allem diese Kombination aus Süß und allem anderen. Ich habe auch Bohnen drin zum Beispiel. Ja. Ja, ich dachte so für den Eiweißhaushalt. Ja. Fett wird vom Balkon abgedeckt. Und Kohlenhydrate halt von den blauen M&Ms, die da so tropfen. Aber alles in allem würde ich sagen, es ist ein ganz klares Unentschieden. Ja. Nur weil meine M&Ms nicht komplett geschmolzen sind, leider. Ich hatte gehofft, dass die Hitze das noch so rüberbringen. Aber ich muss schon zugeben, dass Marks Kreation wirklich, wirklich gut ist. Nein. Sebastians Kreation ist insofern herausragend, weil sie einfach neue Wege beschreitet, neue Horizonte eröffnet für das Sandwich-Design. Deswegen denke ich, ist es tatsächlich ein gutes Unentschieden. Willst du den aufessen? Nein. Aber vielleicht. Vielleicht kriegt es auch unser Kameramann. Mal schauen. Er kriegt schon große Augen. Besten Dank fürs Zusehen. Wir halten uns einmal zurück mit Sandwich-Kreation, glaube ich. Mach's gut. Viel Grüße. Schönen Abend noch. Ich glaube, den kann man echt so. Das ist blau. Das ist eklig.